vielleicht der wunderbare gute Ton da drin. Rita Porter, Reach Your Life. Oder ist da? Ich weiß gar nicht. Man sagt, die Visitenkarte von einem Haus ist das WC. Darum fangen wir jetzt hier an. Platz zum Seichen hat es auf jeden Fall genug. Es sieht wirklich sehr gepflegt aus. Da könnte man fast draus essen. In einem herrlichen Limonengel gestrichen. Ja, es ist alles gut da drin. Es ist heute Grand Opening vom U Event Center. Kino Conny hat ja da vor eineinhalb Jahren schon übernommen, hat alles geritzt. Jetzt ist er eigentlich fertig, wobei fertig ist auch der Kino Conny nie, glaube ich. Kino Conny habe ich schon gesichtet. Jetzt redet natürlich der Kino Conny mit einer very important person, aber das soll uns nicht davon abhalten. Kino Conny mit einem Wässerli in der Hand, oder? Ein Wässerli? Ein Wässerli, ja, klar, klar. Wir sind im Kino und das ist der Conny. Gratuliere dir mal zuerst, Conny. Danke. Irgendwie ist eine Art jetzt mal fertig. Also du hast... Nein. Es ist eine Zwischenetappe erreicht, oder? Ja. Nein, also das Gesamtkonzept ist jetzt einmal abgeschlossen fürs Erste. Wir haben natürlich noch ein bisschen Land drum, wo wir eigentlich auch noch bebauen können. Aber nein, jetzt ist wirklich mal eine Ruhe angesagt. Und jetzt ist auch das Restaurant ist jetzt offen. Und eben, wie gesagt, das Gesamtkonzept ist erreicht. Vor eineinhalb Jahren hast du eigentlich das Gebäude ersteigert und hast gesagt, ich glaube, 2 Millionen willst du investieren. Hast du die 2 Millionen durchgelassen? Ja, ziemlich, ja. Ja, absolut, ja. Sind etwa 1,6, wobei man noch muss, die ganze Technik auch noch mit einbeziehen. Also wir kommen auf ungefähr 2 Millionen, ja, das ist so, ja. Du selber bist zufrieden mal jetzt mit dem... Absolut, ja. Es ist wirklich gut geworden. Wir haben so ein bisschen das Las Vegas-Feeling wollen überbringen. Gerade mit der Burgerbar ist es, glaube ich, gelungen. Wir setzen auf Marken mit Starbucks Corner Café, mit Heineken. Nespresso hier oben, das ist so ein bisschen unser Ding, dass wir vor allem auf Marken setzen. Wieso haben Sie die Burgerbar genannt, obwohl es eigentlich ein Restaurant ist? Ja, es ist ein Restaurant Burgerbar, ja klar. Wir haben uns so eine kleine Ecke vorgestellt, aber also, das ist es ja. Gar nicht. Ja, also wenn man reinkommt, ist schon gerade die Bar, die raussticht natürlich und durch das Burgerbar, ja. Ja, aber das ist natürlich ein Restaurant. Ist so. Irgendwie kommt es mir so vor, wie Sie von der Kulturkommission Oftringen wären, oder? Ja, wir sind das, ja. Sie sind ja auch das, jetzt seit einer Zeit eigentlich eingemietet, oder? Wir sind jetzt die erste Saison hier, ja. Und sehr glücklich. Ich wollte fragen, wie haben Sie das Ganze erlebt? Also ist es für Sie gewöhnt gewesen, hierher zu zügeln? Ich würde sagen, es ist ein Meilenstein für uns, so für hierher zu zügeln. Das muss der Mietzweckhalle rausgehen können. Ja. Und jetzt hier wirklich ein echtes Theaterlokal können aufbauen mit dem Herrn Schiwitzen. Ja, also wir sind, ich kenne es an für sich auch schon von vorher. Wir sind auch schon einmal hier in einem Kino gewesen, Kinobesuch gemacht. Und natürlich jetzt auch durch die Restauration sind wir dort auch entsprechend auch ein bisschen animiert, jemanden zu kommen. Ja. Das sind jetzt die Burger. Aber mit richtigen Brötchen, hä? Ja, das ist mit richtigen Brötchen. So die flauschigen Styropor-Dinger. So wie es muss sein. Das Gewerbe Oftringen ist auch in dem Fall hier. Ah, sie trinken Heineken, in dem Fall nicht so gerne Bier, oder? Mal, gerne Bier. Aha. Heineken. Das ist auch ein Bier. Ah, gut. In dem Fall bin ich falsch informiert gewesen. Okay. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das eine richtige Information war, aber ich habe gehört, der Gemeinderat Oftringen wird zukünftig hier seine Sitzungen abhalten, und zwar wegen dem. Kommt ein bisschen Sprotzenpolitik. Ist das so? Das ist ein Starbucks Corner. Wow. Sie kommen raus mit Starbucks und so? Ich denke mir, ich behaupte jetzt das einmal, ja. Jetzt dürfen Sie mal etwas fragen. Welches ist der kleinste mögliche Kaffee, den man im Starbucks kann trinken? Der Espresso. Und der zweitkleinste? Der zweitkleinste, der Kaffee Creme. Der ist aber schon riesengroß, oder? Kommt drauf an, ich habe jetzt nicht die Becher, aber es ist, es ist möglich. Jetzt komme ich eben zu der wirklichen Frage. Weil wir haben alle so einen Corner in unserem Geschäft. Zwischenin? Wieso ist der Brachland zwischen so klein und so? Brachland? Gibt's nicht? Ja, ich meine, so da. Mittel. Wieso gibt es da nicht?
weil ich sage jetzt mal, entweder nimmst du einen kleinen oder nimmst einen rechten, einen grossen. Hey, das ist genial, vielleicht auch genial. Das ist eine gute Sache. Das sagst jetzt du, ja, aber ja, für einen normalen Mensch, oder? Der will ja irgendetwas. Also gut, eben, ich bin natürlich ein altmodischer Mensch. Mir doch gesagt, es hat viel Wasser in so einem grossen Ding. Ergo viel Koffein. Ergo wäre ich nervös, wenn ich im Geschäft fünf von denen trinke am Morgen. Ist natürlich ein bisschen so, aber das ist natürlich ein Stück weit. Ja, ist das, will man das ja auch so, gell, von dem her? Das jetzt, ja. Ist das so? Jetzt, was hast du für eine Bohne? Das sind jetzt Starbucks-Bohnen, das ist Starbucks-Kaffee von dem her. Ja, genau. Woher? Ein Fairtrade von dem her ist das dort. Genau. Aber aus welchem Land? Der ist. Kenia. Kenia? Genau, ja. Ah, jetzt habe ich immer gemeint, das ist Südamerika, gut. Genau. Also, Feliz, wenig Bier. Das ist wahrscheinlich Ex. Das sieht aus immer ein Aquarium. Hier haben wir wirklich noch Las Vegas-Feeling. Ich weiß auch nicht, wie das Zeug funktioniert, aber... Spielhölle, du. Hey, look. Da mache ich gern. Muss schon hier los, Stutz. Es rüstet an ihm. There's laughter as somebody's starting to fight. Sophistication washed away with the tides. Wie geht's? Kein Problem. Nein! We'll see the show at the strip. I got some joy at the strip. Hey, ich hab nur gehustet, Janine. Ist das ein very important Mensch gewesen da? Kennst du den nicht? Nein. Das ist der Philipp Portmann. Er macht die Sendung Kino auf dem Telia Mais. Telia Mais boykottieren wir natürlich. Genau. Für welchen Sender sind denn ihr da? Star-TV. Star-TV, ja logisch. Das ist einfach das Motto. Wir heissen nicht so, aber wir wären... Star-Fernsehen hier in der Region. Wir wären der richtige Star. Ich habe dich schon angekündigt, was du gar noch nicht hörst. Du bist die rechte Hand von Conny. Was müssen sich die Leute jetzt ihre Agenda notieren? Was läuft in nächster Zeit da? Ja, also wir haben jetzt sicher diverse Blockbuster. Heute zum Beispiel startet der Godzilla. Es wird ein Transformer geben, so, wo sicher auch extrem viele Leute anzieht. Und dann finde ich einfach mal kommen. Also jetzt sind wir hier fertig, jetzt eröffnen wir heute ein Burgerbar-Restaurant. Jetzt ist das Center komplett. Aber für oben jetzt gleich noch, also, du hast ja noch ein bisschen Land rundherum, hast du vorher gerade gesagt. Und so. Was gäbe es denn noch? Willst du auch ein Hotel bauen neben das Kino? Nein, ein Hotel kommt leider nicht. Das war mal eine Idee gewesen. Ja, gut, das ist auch nicht eine Metropole wie Schöftle, die ein Hotel braucht. <oder? lacht> Zum Beispiel, ja. Nein, es ist natürlich sicher ein interessanter Hotelbetrieb, gerade für Konferenzen, Kongresse, die auch hier innen stattfinden können. Gerade gestern haben wir ein VW-Nutzfahrzeug mit 400 Leuten. Das sind dann halt mehr so Tagesanlässe, die dann hier stattfinden. Aber wir möchten gerne noch einen Indoor-Playground. Das ist so ein bisschen noch die Idee. Wo man was playt? Überdimensionierte Kinderspielsachen. Wo auf ca. 1000 Quadratmeter man kann auf Hügel steigen und ja. Also auch für Erwachsene? Nein, es ist dann wirklich, es ist dann wirklich für Kinder, ja. Also bis 12 oder so. Ja, da gehe ich auch noch durch. Oder? Rasieren wir uns geschwind, dann sind wir auch dabei. Oder? Absolut. Wünschst du dir noch irgendetwas Bestimmtes für heute Abend? Haufen Leute, klar. Und dass alles funktioniert und dass das Restaurant voll ist. Und wir auch am Schluss vielleicht. Unbedingt, ja klar. Also. Seid eingeladen. Danke, Conny, und gratuliere dir. Vielen Dank. Sehr schön gemacht. Danke, wirklich.